08 gewinnt 1:0 beim TSV Kropp. Wie schwer erkämpft waren diese drei Punkte, Mäcki Bronner? Ja, wie man gesehen hat, sehr. Und wie gesagt, schuld daran sind einzig und allein wir selbst. Weil ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit versucht, Druck zu machen. Das ist uns eigentlich einigermaßen gut gelungen. Kropp hat uns eingeladen, aber wir haben diese Geschenke leider nicht angenommen. Und das hätte ja nach 20 Minuten schon 3-4-0 stehen können. Ja, und so fiel das Tor dann kurz vor der Halbzeit. Sicherlich aus einem schönen Angriff und aber aus einer Chance heraus, die eigentlich die schwierigste war. Und zweite Halbzeit, nach den beiden Chancen, die wir dann auch unmittelbar nach Halbzeitpfiff hatten, kam der Gegner dann immer mehr ins Spiel, beziehungsweise nicht ins Spiel, sondern hat sich da reingekämpft, hat gemerkt, ja, auch die Eutiner, ne, so ein bisschen laissez-faire, ja, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und spricht ja auch Bände, dass dann Lennart Weidner zwei Riesentaten folgen lassen musste, damit wir hier überhaupt ein Dreier eingeholt werden. Höhepunkt war natürlich der verschossene Elfmeter. Und darüber müssen wir halt über die zweite Halbzeit reden. Das war auch schon die letzte Woche, in der letzten Woche so, dass wir auch in der zweiten Halbzeit nicht diesen Elan hatten. Und wie gesagt, das werden wir aufarbeiten, ganz normal uns vorbereiten auf das Hartenholm-Spiel. Und dann erwarte ich eine Mannschaft, ja, die da nicht so leichtfertig einen Sieg aufs Spiel setzt. Ist ja Mittwoch schon der nächste Gegner. Wie sieht das Programm bis dahin aus? Ja, wir werden Dienstag eine Einheit machen, um dann die Verletzten und beziehungsweise dann die Frische nochmal überprüfen, wer dann für dieses Kampfspiel wieder zur Debatte steht. Und wie gesagt, nach dieser Leistung heute darf sich hier keiner sicher sein, dass er in der Anfangsformation steht. Denn wie gesagt, das rumort ja dann auch von hinten raus, ne, bei so einer Leistung. Und wie gesagt, und wir wissen das richtig zu analysieren und werden sicherlich vielleicht dem einen oder anderen auch mal eine Chance geben, von Beginn an. Alles klar, vielen Dank. Herr Asmussen, auch wenn Sie sich nichts dafür kaufen können, das war eine bravouröse Leistung, die der TSV Kropp heute gegen Eutin 08 geboten hat. Sie haben in der zweiten Halbzeit den Spitzenreiter mehr als einmal in echte Bedrängnis gebracht. Wie traurig sind Sie darüber, dass Sie heute wieder mit leeren Händen dastehen? Ja, nun ist es die Nummer 3 des Top-Trios. Wir verlieren das dritte Mal 1:0. Hätten in allen Spielen die Möglichkeit gehabt, einen Punkt zu holen. Heute genauso. Ich denke, das hätten sich die Jungs auch wirklich verdient. Sie investieren im Moment enorm viel. Aber das letzte Quäntchen, der letzte Punch, der gelingt uns einfach zurzeit nicht. Aber wie Sie schon sagten, ein ganz toller Charakter hat dieses Team. Wir sind jetzt ja nur schon einige Wochen unterwegs, ohne zu gewinnen. Und die Art und Weise, wie wir das abarbeiten als Team und einfach weitermachen, das ist wunderbar. Und das brauchen wir auch für den Endspurt jetzt. Und natürlich wird das eine ganz enge Kiste. Das wussten wir aber vor der Saison. Wichtig ist halt, dass wir das, was wir heute gemacht haben, oder die guten Situationen, und da waren ja einige von, auch die Art und Weise, wie wir hier den unangefochtenen Tabellenführer dann auch mehr als in Schach gehalten haben, das müssen wir mitnehmen. Ja, weil das wird genau die Tugenden, die brauchen wir auch nächste Woche in Lindholm und in den restlichen Spielen. Und das müssen wir auch mitnehmen. Ne? Das, mit 10 Punkten mehr und du verlierst diese drei Spiele 1:0, dann hast du alles gut. In unserer Situation ist es halt blöd. Aber gut, und das sage ich ja immer wieder für diese Reform und die vielen Absteiger, da können wir halt nichts für. Ne? Wir, und das sage ich auch immer wieder, wir sind halt eine Mannschaft, die sich seit anderthalb Jahren im Umbruch befindet. Und wenn man einfach weiß, wer auf der anderen Seite stand und wo unsere Jungs in den letzten 12 Monaten herkommen. Das ist ganz toll, wie sich hier die Jungs entwickelt haben, trotz dieser schwierigen Situation. Und so werden wir auch weiter in Ruhe arbeiten. Und das ist auch absolut positiv. Und ich glaube auch bis zum Schluss dran, dass wir am Ende einen Platz haben werden, der uns dann noch die Möglichkeit gibt, in der Liga zu bleiben. Das ist das Ziel. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Dankeschön. Ja, Danny Cornelius, Eutin 08 gewinnt 1:0 beim TSV Kropp.
Das war wirklich das Tor des Tages, das Sie da erzielt haben. Haben Sie schon mal so einen spektakulären Treffer erzielt? Ich habe schon das ein oder andere Tor gemacht, was, glaube ich, schön anzuschauen ist, aber das gehört in die Kategorie schon wunderschön, ja. Wann weiß man, dass er drin ist? In dem Moment, wo er am Fuß ist oder dann, wenn er am Netz zappelt? Ich habe nachher gemerkt, dass er eigentlich blöd fliegt. Also er ist mir eigentlich in den Rücken reingeflogen und danach treffe ich ihn richtig gut. Dass er aufs Tor geht, habe ich aber in dem Moment noch nicht geahnt.